Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft City 2 auf dem Multiplayer-Server mit dem Feuermann. Servus. Ja. Ja, wir haben heute ein bisschen was geschafft. Mimo 98 und Fireman haben mir geholfen, hier eine mega Höhle auszubauen. Und zwar mit dem Gedanken, dass wir hier eine Slime-Farm aktivieren. Du hattest auch schon ein paar Slimes gefunden hier, von dem her haben wir den richtigen Chunk. Die habe ich direkt hochgebaut, getötet und hochgebaut. Hast du Push-to-Talk an? Ich glaube, ich einfach nur lauter reden. Warte, ich mache mir. Nee, es hackt bei dir, also es bricht immer ab. Ich muss mein Mikro lauter machen. Ich habe gerade leise geredet. So ist gut. Wir haben hier verschiedene Ebenen, insgesamt 4 Stück, auf denen die Slimes spawnen sollen. Und dass die hier. Kannst gerade mal runterkommen, Fireman? Jo, ich komme mal runter. Ach, muss ich. Hier werde ich jetzt noch ein paar Kollegen hier einbauen. Eigentlich reicht das ja, wenn du so eine Etage hast. Wie meinst du eine Etage? Das ist unnötig. Nee, weil dann könnten die rein. Ach ja, stimmt. Ja, okay, jetzt habe ich verstanden. Wir werden hier ein paar Golems ranmachen. Ich glaube, wir setzen erstmal die Golems und dann kannst du unten die Magma-Dinger setzen. Ja, dann warte. Okay, der hier muss noch weg, glaube ich. Aua, muss es sein. Jetzt einmal ein Kürbis. Warte mal. Ich habe keine Axt mehr. Hast du noch eine Axt? Ja, was soll ich abbauen? Warte. Ich muss erst gucken, wie hoch der Kollege sein kann. So, der erste. Okay. Haben wir den falsch gebaut? Nee, kann eigentlich nicht sein. Vielleicht. Warte, die Wand muss wahrscheinlich einmal weg. Das habe ich gerade auch gedacht. Vielleicht darf der mit keinem Block kollidieren. Außer mit dem am Boden. Ja. Ja, er kriegt da halt ein bisschen mehr Platz. Soll ihm gegönnt sein. Ja. Müssen wir halt dann noch verändern. So, dann hau ich jetzt mal. Achtung, halte dich bereit. Ja, ich platziere. Hä? Dann überprüf's nochmal. Kann doch nicht so schwer sein, so einen Golem zu erschaffen. Ich glaube, der muss höher. Muss der nicht höher sein? Nee, das war. Jetzt hier mal 3 Blöcke höher, also noch ein Block, warte. So, und jetzt machen wir noch einen höher. Wie meinst du? Dass er 3 hoch ist? Ja, 3, also probier's mal, weil das wäre das einzigste, wo mir noch einfällt. Nein, der ist 2 hoch. Oder braucht der Licht? Warte mal, braucht der nicht Tageslicht über sich? Nee, warte, probier's mal aus. Also, du kannst ja auch in Häusern oder so platzieren. Mach mal höher einfach. Höher. Nein, der ist so, das, ich bin mir sicher. Mach mal einfach höher. Also du meinst so? Ja. Kann ja sein. Also es wäre das einzigste, wo mir einfällt. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so ist. Ja. Lügt der sogar. Machen wir mal die Eisen rein, ich schaue ganz schnell runter. Jo. Sehr merkwürdig. Sind wir jetzt wirklich zu dumm, hier so einen Golem zu bauen? Ich bin mir absolut sicher, dass es so war. Und dann oben den Kürbis drauf. Ja, müsste ja. Muss man sneaken irgendwie oder was muss man machen? Sneak mal nicht oder sneak mal. Guck es aus. Oder man braucht wirklich Tageslicht. Also, das wär's jetzt.
Ich gehe mal erst hoch und mach den oberen. Also die Ansage war, dass der Golem zwei Etagen bearbeiten kann. So. Oder wir spülen den einfach rein. Wir lassen ihn so reinspülen. Wir platzieren ihn da, wo du gerade stehst und dann reinspülen. Ja, dann müssen wir aber erst noch so einen Gang zum Spülen machen. Und der muss ja auf, der muss auf der Plattform entstehen. Ja, ich meine, da wo du gerade oben stehst, platzieren wir Wasser, machen wir Zäune und dann bauen wir den dahin und dann fließt der so rein. Ja, das ist grad. Also wie wir ihn gebaut haben, war richtig. Aber ich schau mal, gerade im Internet. Wenn nicht, dann schaue ich gleich nochmal. Wenn ich nichts finde, schaue ich nochmal weiter. Aber. Nee, das war schon richtig. Also. Ja, ich weiß, aber. Komm mal hoch. Ich seh's grad. Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass der auf jeden Fall Tageslicht braucht. Golem bauen. Was soll denn das? Spawn. Bauen. 4 Eisenblöcke und ein geschnitzter Kürbis oder eine Kürbislaterne. Also. Ah, das kann sein. Naja, Kürbis geht auch, also. Wie gehen die Kürbislaternen nochmal? War das nicht einfach mit einer Fackel? Wie? Ah ja, ja, müsste mit einer Fackel gehen. Oder mit einem Glowstone. Fackel geht nicht. Ey, was ist denn hier los? Richtiger Noobs am Start. Ja, moin. Mein Internet hat sich, also der Browser hat sich gerade einfach geschlossen. Sorry. Wir stellen uns ziemlich dämlich an, habe ich das Gefühl. Dann meinst du Wasser. Ich sehe mein Wasser nicht. Ja, bei mir backt es eins zu tief. Warte, ich reconnecte kurz. Also eigentlich ist das funktioniert. Das Wasser brauchen wir ja erst, wenn wir so einen Golem erschaffen haben. Was soll denn das? Ja moin, der Server ist einfach weg bei mir in der Liste. Muss ich die IP wieder aussuchen. Nice. Ja, bei mir ist noch alles da. Ja. Das, Leute, könnt ihr mir mal sagen, was da los ist? Kann ja wohl nicht wahr sein. Braucht er vielleicht einen ganzen Block, aber das hat man unten auch. Ich kann auch keinen Jack-O-Lantern bauen. Das kann sein, dass man den Ding braucht. Also in Minecraft-Wiki steht, man braucht es nie. Also mit einem normalen Kürbis geht's auch. Hey, bei mir spinnt's gerade komplett. Ich gebe die IP ein, ich suche die, dann steht da, die gibt's nicht. Und dann kriege ich auf Aktualisieren und das ist weg. Hm? Natürlich muss das jetzt passieren. Ja, doof. Und wie kriege ich einen geschnitzten Kürbis? Hä, bin ich? Ich bin vollkommen verwirrt. Wie mache ich einen geschnitzten Kürbis? Geschnitzten? Wie geschnitzt? Ah, jetzt komme ich wieder drauf. Mein Wasser existiert immer noch nicht. Schere. Immer, darf ich kurz sitzen? Ja, dich, hä? Das fuckt komplett.
So. Ich werde mal kurz gucken, ob wir das mit einem geschnitzten Kürbis hinkriegen. Ja. Beziehungsweise dann mit einem Jack-O-Lantern, also einem. Ja, Laternenkürbis halt. Genau. Nein! Wie hast du das geschafft? Was? Also ich wollte ja sowieso hier hoch. Na ja, dann. Ich glaube, du bist gerade ausgelaufen, als du hier rausgeschossen wurdest, kann das sein? Ja, das habe ich mir vorhin schon gedacht, dass mir da irgendwie... Mach mal ein paar Zäune höher. Also drei Zäune oder so. Ja, zwei sollten reichen. Das habe ich mir vorhin schon, als wir das gebaut haben, gedacht. Ey, hoffentlich passiert das nicht. Wenn du in die falsche Richtung springst am Ende, dann landest du im Tod. So. Ja, das Wasser hat einfach gerade nur gebacken hier. So, eine Schere habe ich gemacht. Dann kann ich hier... Hä, den kann ich auch nicht machen. Willst du mich veralbern? Anscheinend würde ich das Spiel veralbern. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Hast du den Zaun hingebaut? Ich komme wieder. Ja, ja. Und jetzt ich troll und der Zaun ist nicht da. Diesmal bin ich in die richtige Richtung gesprungen. Ja, aber der Zaun an sich reicht ja. Oder muss man das wirklich hier im Crafting Table machen? Wir haben hier oben Glowstone. Gib mal ein Dings. Ich kann das nicht machen. Hä? Ich glaub, die Welt spinnt gerade. Ja, die Welt spinnt. Wir booten mal kurz neu den Server. Ja. So. Also, der Clou ist ganz einfach. Ihr müsst den Kürbis hinpflanzen und dann mit Rechtsklick mit der Schere auf den Kürbis und dann kriegt ihr den geschnitzten Kürbis. Also darauf erstmal zu kommen. Ich habe mir gedacht, ja, vielleicht geht's ja so. So, und dann müssten wir auch den hier ja leuchtend machen können. Jawohl. Und dafür muss ich jetzt einmal sterben. So. Aber dann können wir hier weitermachen. Und ich habe auch rausgefunden, rausgefunden, dass wir nur ein 2x2 unten brauchen. Das heißt, wir haben auf der Seite haben wir noch zugebaut, gell? Da hast du das noch gebaut gehabt. Ja. Also er braucht eigentlich nur einen 2x2, der Golem. Der Gute. Warte. Wollt den Golem jetzt schon mal machen? Jetzt müsste er gehen. So. Dann können wir aber hier auch den Zaun schon dran setzen. Das sollte auch kein Problem sein. Und tada! Da ja. Ist der erste. So, davon vorne sollen 4 Blöcke frei bleiben. Können Sie das Wasser mal wieder wegmachen? Ach ja, jetzt ist es da oder was? Ja. Jetzt ist es da. Also, vorne sollen 4 Blöcke frei bleiben. So, machen wir das jetzt einfach mal. Und wir werden jetzt auch erstmal nur 2 Golems machen. Das müsste reichen. So. Juck. So, jetzt haben wir da oben so viel Platz. Was? Wo kommt denn der Platz her? Nee, ich habe hier doch höher gebaut. Ja, weißt du noch? Hier oben, meinst du? Ja, ja, ich hatte doch einfach höher gebaut, weil ich nicht wusste. Wir wussten ja nicht, wie hoch haben wir höher gebaut. Da machen wir hier schön mit Zäunen noch zu. Jo, ich bin hier immer noch Wasser. Och, Mann. Ja. Hey, ich hab's gerade weggemacht und es kommt aber wieder. So. Und der zweite Golem. Nein! Oh nee, der stirbt. Weil? Ich weiß nicht. Tut mir leid, Junge. Nein, nicht töten.
Warte, ich rette dich. Nein, ich hab keine Blöcke, ich kann nicht helfen. Ja, was ist denn mit dem los? Der backt irgendwo. Ah, jetzt ist er frei. Oh, er guckt, wie er seinen Retter anguckt. Süß. Hallo, kannst du mal weggehen? Ich muss hier wieder. Ja, toll. Toll. Was ist das denn für ein Dummkopf? Ja, lass ihn doch da hinten drin stehen, ist er wurscht. Gut. Also hätten wir das auch. Und es war's eigentlich. Ne, du musst noch deinen Job erledigen, genau hier. Was mache ich gerade? Warte kurz. So. Hier kommt jetzt noch Magma-Blöcke hin. Und die sollen dann, sobald die Slimes runterfallen, hier die Slimes verbrennen. Aua, Hilfe! Wir Menschen können da sneaken drauf. Also wenn wir sneaken, passiert uns gar nichts. Ich mach grad nur meine Rüstung kaputt. Ich habe insgesamt ein halbes Herz verloren. Also. So, ich hoffe mal, dass das jetzt funktioniert. Oh, da drüben müssen wir noch zumachen. Warte, wir gehen einfach raus und dann machen wir trotzdem. Ja, oben haben wir, glaube ich, auch noch einen. Ja, ja. So. Und? Ja, dann können wir hier so einen Ausguck bauen. Ja, du darfst sowieso nicht zu nah dran sein. Ja, ab ins Gefängnis hier. Es könnte es natürlich sein, dass der Golem 1 zu niedrig steht. Könnte ich mir vorstellen. Das wird man dann sehen. Aber so far so gut. Wir werden jetzt mal... Ob es funktioniert hat, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge, beziehungsweise Ende dieser Folge. Ich aber dann erst... Werde es erst in der nächsten Folge kommentieren. Ich bedanke mich bei Fireman und bei Mimo fürs Helfen. Fireman war dabei. Und ja, warte mal, ich glaube, ich gehe da ein bisschen runter, oder? Ah ne, das geht ja dann gar nicht. Wenn wir beide nebeneinander stehen, sollte es gehen. Weil dann ist derselbe Chunk von uns beiden geladen und dann spawnen wir also. Hier, das Eck. Ja. So. Also, let's go. Bis dann. Haut rein. Ciao. Fireman. Ja, tschüss. Tschüssi.